Habt ihr gesendet oder was? Do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass beat. And get the mic check. Okay, wir machen jetzt einen Track Rock, willst du mitkommen? Einen Track Rock wollt ihr machen? Das machen wir ja. Der Boden ist eigentlich geil, ne? Wird halt nur schnell ausfahren. Ja, der Track ist prime, aber da gibt's halt schöne Spuren, ist doch nice. Klar, der Gleisen heizen, Digga. Kannst du senden, Alter? Komplett? Ich fahr als erstes nach der Mittagspause. Geil, schön frisch gewässert. Ja. Boah, Alter, ist das mal die neuen Fly-Klamotten einsauen. Grüße gehen raus an Fly-Ins Freeze, Alter. Was für eine Klasse du nochmal? Die Heuschnupfenklasse. Profi. Warum hast du jetzt neue Fly-Klamotten? Anderen sind kaputt gegangen. Ach, die sind kaputt gegangen. Oh. Ne, die hast du doch erst dreimal angehabt, die Torklamotten. Ja, Scheißqualität, nie wieder kaufen, nie wieder Tor. Bei mir im Moment. Ich hab schon einen Müllsack getan für zum Schneider zu bringen. Muss das mal kurz für unsere Fans sagen, beim Yannick spielt halt Geld absolut keine Rolle, ja. Da hinten ist er, der kleine Larry. Da läuft's einfach immer. Leute, ihr tut mir so leid, dass ihr die ganze Zeit einen Kiel sehen müsst. Ja. Hey, guck mal, das ist gut. Wie machst du das im Rennen, Yannick? Ja, wir reden ja gerade hier über die beste Spurwahl. Ganz ehrlich, es geht halt komplett nur ums Quali, weil im Rennen, da fahre ich die Spur, wo ich noch ansatzweise überlebe. Verstehen oder Plan halten? Wer hat denn hier den Plan, Anselm? Erklär mir das mal kurz. Plan, der wurde mir gerade wieder übergeben, aber ich habe ihn. Du hast Wenn den du Plan. Verstehst, wie ich meine. Ja, ich verstehe. Ja, hier. Da geht's so und dann geht's so. Nach so geht's dann so. Ja. Und dann so, so. Ja. So, so, so. Und dann wieder okay. So. Das haben wir ja, also verstanden. Ist doch... Klarer Plan. Eigentlich klarer Plan. Ja. Hast du verstanden? Ja, doch. Du sollst nicht lügen. Lügen darf man nicht sagen. So. Doch. Also, Schnitt. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. Baywatch. I met her at Playhouse. Oh, yeah. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons with me if they need a pile of. Whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckin' day. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'll smash it. We'll come home to pass it. So, der wichtigste Gang nach dem ersten Training, straight ans Timeboard. Erstmal die Zeiten gucken. Da ist der Junge ganz vorne wieder, das ist ja sensationell. Ja, wir können den auch zusammen machen. Weil abends war da richtig die Sau, ich sage Sau am Rasen, ne? Richtig am Sizzle. Und ja, of course, das war wirklich gut. Ja, ja, also ich denke, es war auf jeden Fall abends ein cooler Abend gewesen. Du hast uns gezeigt, dass du dich sehr gut mit dem TSV identifizieren kannst. Ja, good stuff, ja. Echt Buddies, echt gute Jungs. Ja, gut. Naja, danke, okay. Benni. Seit 2015, ne, habe ich gesehen, hier TSV_2015, Instagram, ja, follow, add and have fun. Ja, Mann, ja. Ihr macht doch Big Party now in Abergen, habe ich gehört, genau, ne? Der letzte Spray, jetzt geht's richtig ab, letzte Hemdlich wird richtig gesucht. Ja, wir versuchen das Ganze noch ein bisschen ins Dirtbagger Magazine zu bringen, vielleicht mal ein bisschen Promotion, Werbung, Insta und so. Vielleicht habt ihr da noch ein bisschen mehr Followers.
Ich würde es euch gönnen. Nice, Alter. Ja? Ich denke mal, die ganze Sache wird schon ganz gut an. Ja. Es geht viral, Alter. Ich sag's euch. Hier, Leute. Ja. Benni, wir sehen uns. Nächste Hobby-Einsteiger ist safe. Ja, Mann, wir sehen uns später am Gate. Hau rein. Ah, egal. Ciao. Ciao. So, es wird jetzt ohne Startanlage gestartet und wer jetzt gleich einen Frühstart macht, der muss halt beim nächsten Start dann rückwärts losfahren. Ja. Ah, okay. Ja. Und das wird sich jetzt nicht wie eben so anhören, so. Sondern, wie hört es jetzt an? Ich weiß ja nicht. Ich kann's nicht mal ein paar Vermutungen, hauen wir was raus. So vielleicht. So vielleicht, okay. Oder? Oder. Axel, da machst du doch gleich. I got this project I'm working on, it's the shit. It's kinda secret, but coming, just wait a bit. I swear you never seen anything quite like it. You want it bad, but you just don't know it yet. I got some contacts to help me, and you do not. It is a friend of a friend of a friend I got. You think I'm making this up? Oh boy, I do not. No one understands all the skills I've got. If you'll excuse me, there's somewhere I have to be, where the whole fucking city can see me. Yeah, yeah, yeah. It's Friday night and I'm everywhere. And pretty soon they will stop and stare when I am out there. Yeah, yeah, yeah. It's Sunday night, I'm still everywhere. I think they already stop and stare, but I'm so out there. This party where I will be raising hell. And did I tell you who's gonna be there as well? They think I'm awesome, at least I think I can tell. From all the stuff I heard, it'll be an easy sell. If you have got some requests, you will be just fine. Me and my partners break records and dollar signs. Our international office will save you time. Oh yeah, but it's the same postal address as mine. If you'll excuse me, there's somewhere I have to be, where the whole fucking planet can see me. Yeah, yeah, yeah. Eben schon im Video. Du wirst wahrscheinlich auf Instagram jetzt 1000 Follower bekommen. Stopp, warte, warte, ich muss gerade mal die Hallo. Sticker auf deinem Objektiv anfokussieren. Zeig mal das Objektiv. TSV. Alles für die Hut, Alter, meine Freunde. Like
nee, ich gebe keine Interviews heute. Das ist sowas, das muss in dieses Video sein. Komm. Nein. Ich lass die Luft aus der Reifen. Verrat doch meine Tricks hier nicht, Freunde. Lass dir die Luft aus der Reifen. Das sind 20 Jahre Rennerfahrung, Leute. So, wie war's? Es war super heute. Wir haben einen schönen Family-Tag verbracht. Manche sind glücklich, manche sind nicht glücklich. Ich muss mir heute einen einlöten. Alles gut. Frühen Morgen. Peter, wie war dein Renntag gestern? Super. Ich stehe seit gestern am Rennen hier und denke drüber nach. Und ich komme immer wieder zu dem Entschluss, hinfallen, das hätte nicht sein müssen. Aber gut, wir haben daraus gelernt. Nächstes Mal einfach nicht hinfallen, ne wahr? Da geht's auch besser. Hey, unser bester Ossi hier ist auch wieder hier. Ja, heute noch nicht. Also ist noch ein bisschen müde. Was erhofft ihr euch denn von heute? Heute? Wenn ich so das Mobil da betrachte, kannst du gerade mal einblenden, oder? Das ist ja ein Dreck, ja. Hoffe ich einfach nur, dass wir sauber rundkommen. Looking back at me, I see that I never really got it right. I never stopped to think of you. I'm always wrapped up in things I cannot win. You are the antidote that gets me by. Something strong like a drug that gets me. Es hat sich doch gelohnt, das Ticket heute hier im Zoo. Ach, guck mal, was ist das? Boah, das ist der goldig. Guck dir den mal an. Das ist ein Vanhinsche. Ein Vanhinsche? Vanhinsche. 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 Oh je. Vanhinsche. Zweimal dieses Wochenende in Schafheim. Freitag, 12 Uhr. Und wir haben alles gegeben und alles richtig gemacht. Mir sind keine Fehler bekannt. Ich wüsste nicht, was man besser machen kann. Ich fahre jetzt heim. Klappe.